Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Kion nicht verletzt worden wäre? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Jo, dann starten wir mal los. In Staffel 3, Folge 2 von Die Garde der Löwen wird Kion von Ushari am Auge verletzt. Und von diesem Tag an trägt er ähnlich wie Scar an einem Auge eine Narbe. Und im weiteren Verlauf der Serie machen sie sich auf zum Baum des Lebens in der Hoffnung, dass man dort seine Narbe heilen könnte. Denn durch diese Narbe wird Kion von Tag zu Tag aggressiver. Letztendlich schaffen sie es zum Baum des Lebens, wo er dann auf Rani trifft, bei der er dann auch bleibt. Doch was wäre, wenn Kion nie im Auge verletzt worden wäre? Sie würden den Kampf um das geweihte Land letztendlich natürlich gewinnen. Scar ist wieder weg und alles wäre wieder gut. Und während sich Kion und die Garde der Löwen weiter um die Sicherheit im geweihten Land kümmern, würde in der Ferne eine neue Bedrohung entstehen. Und damit kommen wir zu den Geschehnissen von König der Löwen 2. Denn eigentlich wäre die Garde der Löwen während Kiaras erste Jagd und den Geschehnissen mit Kovu auf dem Weg zum Baum des Lebens. Doch hier wäre das Ganze nicht so. Und damit bittet Simba nicht Timon und Pumba darum, auf Kiara aufzupassen, sondern Kion und die Garde der Löwen. Doch ähnlich wie bei Timon und Pumba bemerkt Kiara auch hier, dass sie verfolgt wird. Sie ist enttäuscht und läuft weg. Die Garde der Löwen versucht, ihre Spur zu verfolgen. Und zumindest für Fuli ist das Ganze kein Problem, da sie ja grundsätzlich viel schneller ist als Kiara. Das wiederum bedeutet, dass sie Kiara nie aus den Augen verlieren. Währenddessen haben sich Vitani und Nuka in Position begeben. Doch bevor Nuka sein Feuer legen kann, wird er von Banga aufgehalten. Vitani jedoch schafft es. Und so beginnt alles in Kiaras Umgebung zu brennen. Während Kion und Fuli am Boden nach Kiara suchen, versucht es Ono aus der Luft. Denn durch das Feuer war das Ganze nicht so einfach. Möglicherweise sieht Kion hier auch irgendwo in der Ferne einen anderen Löwen. Und dieser scheint auch auf der Suche nach Kiara zu sein. Die Rede ist hier natürlich von Kovu, dem es letztendlich auch gelingt, Kiara zu retten. Und ähnlich wie im Film kommt dann Simba dazu. Und die Garde der Löwen stößt dann auch dazu. Es würde hier zu einer Diskussion kommen, bis Rafiki auftaucht. Er wirft in den Raum, dass Kovu Kiara gerettet hat. Die Garde der Löwen entgegnet, dass sie Nuka dabei erwischt haben, wie er versucht hat, ein Feuer zu legen. Doch Kovu schafft es sich hinauszureden, indem er sagt, dass er mit Nuka, Vitani und Sira nichts mehr am Hut hat. Und gleich wie im Film würde Simba ihm widerwillig eine Chance geben. Tja, und jetzt wird's wieder ziemlich gleich laufen wie im Film. Kovu beginnt von seiner Mission abzuweichen und verliebt sich in Kiara. Und nicht nur Simba beginnt ihn langsam zu akzeptieren, sondern auch die Garde der Löwen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Kion ziemlich lange skeptisch wäre. Aber möglicherweise führt er dann ein Gespräch mit Mufasa. Und dieser ändert seine Meinung. Und auch jetzt würde es parallel gleich weiterlaufen wie im Film. Kion und Kovu begeben sich auf einen Spaziergang, um miteinander zu reden. Dann taucht Sira auf. Kovu wird ausgenockt, Simba wird verletzt und Nuka stirbt letztendlich beim Versuch, Simba zu töten. Der verletzte Simba wird von der Garde der Löwen gefunden und sie bringen ihn zurück zum Königsfelsen. Währenddessen verpasst Sira Kovu eine Narbe und diese haut ab. Er macht sich auf den Weg zum Königsfelsen, wo er allerdings nicht mehr erwünscht ist. Und daraufhin wird er verbannt. Und ähnlich wie im Film würde Kiara hier weglaufen und versuchen, Kovu zu finden. Als Simba das bemerkt, würde er die Garde der Löwen hinterher schicken, um sie zu finden. Und währenddessen marschiert Sira und ihr Rudel auf das geweihte Land zu. Und Simba und sein Rudel stellen sich Siras Rudel entgegen. Kiara währenddessen findet Kovu, Liebe triumphiert, bla bla bla, und die beiden sind happy. Daraufhin werden die beiden von der Garde der Löwen gefunden. Kiara spricht mit ihrem jüngeren Bruder und Kovu erklärt ihm alles. Und daraufhin schließen sie sich zusammen, um Sira aufzuhalten. Der Kampf zwischen Siras und Simbas Rudel ist inzwischen schon im vollen Gange. Und gerade noch rechtzeitig können die Garde der Löwen und Kiara und Kovu dazwischen gehen. Kiara redet auf Simba ein, Kovu redet auf Sira ein und Siras Rudel erkennt, dass dieser Kampf eigentlich sinnlos ist. Und so wechseln die Seite. Und auch jetzt würde es wieder gleich weitergehen wie im Film. Sira akzeptiert das Ganze nicht, versucht Simba anzugreifen, Kiara geht dazwischen, die beiden fallen in die Schlucht. Kiara kann sich retten und versucht daraufhin Sira zu helfen, die nimmt die Hilfe allerdings nicht an und fällt in die Schlucht, die mittlerweile von Wassermassen geflutet wurde. Simba nimmt Siras ehemaliges Rudel auf und Kovu und Kiara kommen zusammen. Und jetzt könnte es theoretisch noch sein, dass Kion eventuell mit Vitani zusammenkommt oder Rafiki schickt Kion auf eine Mission. Er und die Garde der Löwen sollen zum Baum des Lebens reisen, denn dort kann er mehr über das Gebrüll herausfinden, denn somit würde er früher oder später auf Rani treffen. Und so gäbe es für alle ein Happy End. Aber was meint ihr? Glaubt ihr, das Ganze wäre so abgelaufen oder habt ihr eine eigene Theorie? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Abschließend möchte ich euch noch die Gewinner des Zeichen-Contests für September präsentieren. Auf Platz 3 Drenik Scar Fanboy,
Auf Platz 2 Shenzi is my Queen. Und auf Platz 1 Inquisitor Nice Guy. Ich hoffe, ich habe die Namen irgendwie richtig ausgesprochen. Bis zum Ende des nächsten Zeichen-Contests werde ich die Bilder hier immer wieder in den Videos einblenden. Danke fürs Mitmachen und die Informationen zum nächsten Zeichen-Contest folgen in Kürze. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!